So. Heute stelle ich dir zwei Survival-Messer vor. Das eine scharf, spitzig und allzweckbereit. Das andere klein, kompakt und in Kreditkartenformat. Es lässt sich ganz schnell aufklappen, benutzen sowie sicher verstauen im Geldbeutel. Hier noch ein Sicherungsclip, damit es nicht aufgeht. Sehr klein, wie du es schon kennst, für dein Geldbeutel. Nun kommen wir zu dem besten Stück. Was das kann, bleib dran. Nun kommen wir zu dem besten Stück. Es ist nicht nur scharf, sondern es liegt auch gut in der Hand an deinen Stopper plus gut ausbalanciert. So und so. Extrem scharf und nützlich. Übrigens kannst du diese Messer natürlich auch alle hier unten in einem Link bestellen. Jetzt testen wir das noch an einem Papier, wie scharf es ist und ratzfatz durch, sauberer Schnitt, wie du sehen kannst. Wenn das nicht mal toll ist, hier unten, wie bereits erwähnt, zum Bestellen. Zum sicher aufbewahren ist natürlich auch ein Halfter dabei. Einfach reinstecken, sichern und zack. Praktisch für die Gürtelschlaufe und dein Outdoor-Einsatz kann kommen. Nun werden wir einen Schnitttest machen, wie gut das Messer das Papier durchtrennt. Und zwar, wie ihr seht, und schneiden dies einfach mal problemlos, lässt sich so ein Apfel durchtrennen. Wunderbar. Natürlich auch zum Aufspießen und ab in den Mund. Nun werden wir diese herrliche Erdbeere schneiden. Ebenfalls ein sehr guter Schnitt, würde ich mal so behaupten. Na, gerne noch einmal. Ebenso und super. Also, dass dieses Messer ist wirklich scharf. Man sollte gut aufpassen, wo man reinschneidet. So, jetzt kommt die Königsdisziplin. Wir nehmen noch eine Tomate und schneiden diese ebenfalls. Also, wie ihr seht, die geht durch wie Butter. Geht wirklich durch wie Butter, dieses Messer. Also, ideal für Camping oder einfach auf die Schnelle, um etwas zu schneiden. Und vor allem sehr, sehr handlich. Ich kann es nur empfehlen. Da findet ihr unten hier einen Link, wo ihr das bestellen könnt für ein paar Euro. Ideal wirklich für Camping, Outdoor oder sonstige Sachen oder für euer Kind am Spielplatz schnell einen Apfel durchtrennen hier. Ideal. So, nun bewahren wir das Taschenmesser natürlich auch noch im Portemonnaie auf. Darum klappen wir es einfach wieder zusammen. Wie ihr so schön sehen könnt, einfach hier wieder rein, der Sicherung. Stift so zum Einraschen, weil dann kann es nicht wieder raus. Und so flach sieht das aus. Wiegt da wirklich nur ein paar Gramm. Passt es ideal hier rein zum Beispiel, wie ihr sehen könnt. So, ich kann dieses kleine faltbare Kreditkartenmesser einfach nur empfehlen. Kauft es euch. Hier unten findet ihr den passenden Link zum Bestellen. Falls euch dieses Video gefallen hat, abonniert mich, liked mich, damit ihr noch mehr coole Videos von mir sehen könnt. In diesem Sinne, schönes Wochenende und bis nächsten Freitag, euer Mr. Freaky.